Es ist heute der Zwischentag geworden, den man erwarten konnte vor der Fed und vor den Apple-Zahlen. Aber dennoch gibt es interessante Entwicklungen. Die haben mit der Fed, dem Handelskrieg und mit Donald Trump zu tun. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Fangen wir doch mal mit dem Handelskrieg an. Da schien ja alles völlig klar. Phase 1, Deal wird unterschrieben auf dem APEC-Gipfel in Chile. Aber das sieht möglicherweise nicht mehr ganz so aus hier. Die Meldung einer Nachrichtenagentur, wonach es wahrscheinlich nicht mehr zu einer Unterschrift auf dem APEC-Gipfel dann kommen wird, eben weil die Zeit nicht ausreiche, weil die Dinge offenkundig komplexer sind. Ein Senior Official, also ein höherer Beamter der US-Administration, der Trump-Administration, hat dann gesagt, ja, ist alles gut. Es ist einfach so, dass wir mehr Zeit brauchen. Macht euch keine Sorgen. Die Märkte jedenfalls erstmal so ein bisschen beeindruckt. Und das Weiße Haus beeilte sich dann auch direkt nachzuschieben. Nein, nein, alles gut, alles perfekt. Wir sind sehr weit vor dem Zeitplan, bla bla bla. Aber die Lage ist vielleicht doch ein bisschen anders, wenn man sich mal Folgendes anschaut hier. Es ist ja gestern so gewesen, dass die US-Aufsicht für Telekommunikation gestern nochmal klargemacht hat, ja, es muss und wird diesen Bann gegen Huawei und ZTE, also diese beiden chinesischen Telekommunikationsfirmen, geben. Da wird es wohl so sein, dass US-Firmen mit denen nicht mehr Geschäfte machen können, keine Equipments von denen beziehen können. Und das hat Peking heute zu einer sehr scharfen Reaktion befleißigte. Hier sagt man zum Beispiel Economic Bullying Behavior, also praktisch ja, Mobbing könnte man das fast übersetzen. Wir verurteilen das scharf, hier staatliche Firmen oder chinesische Firmen zu unterdrücken mit unbewiesenen Vorwürfen, die überhaupt keine Evidenz haben, keine Beweislage haben, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Und das widerspräche doch eigentlich den Prinzipien der freien Marktwirtschaft, die die Amerikaner doch so postulieren. We would like to urge the US once again to stop abusing the concept of national security. Wir möchten die USA nochmal ganz klar auffordern, aufzuhören mit dem Missbrauch des Konzepts staatlicher Sicherheit. Das habe damit überhaupt nichts zu tun. Sehr scharfe Reaktion. Die Wall Street will das glauben, was das Weiße Haus sagt, aber Huawei ist die rote Linie und jetzt geht es scheinbar wieder gegen Huawei und Peking sagt, Leute, das ist mit uns nicht zu machen und es würde mich nicht völlig überraschen, wenn der Ton sich jetzt wieder verschärft und möglicherweise hier die Dinge wieder komplizierter werden, komplizierter als die Märkte sich das wahrscheinlich denken. Dann haben wir Donald the Trump, der heute geradezu einen Twitter-Storm losgelassen hat, über 30 Tweets über die Demokraten, die er immer mit einem bestimmten Begriff bezeichnet, die sozusagen nichts auf die Reihe kriegen, so der Terminus, den Trump hier im Englischen gebraucht. Er nennt dann verschiedene Personen und Einrichtungen hier Never Trumpers, also die, die niemals Anhänger von Trump werden. Da hat er ja vielleicht sogar recht. Und das ist der junge Mann hier, Alexander Windman, ein hoher Offizier der USA, der mit der Ukraine sehr viel zu tun hat, der bei dem Telefonat zwischen Trump und Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, dabei war, der wurde heute angehört hinter verschlossenen Türen. Hier sieht man, wie er in das Gebäude der Anhörung kommt vor dem US-Senat. Und Trump ist nervös. Das merkt man eben anhand der Tweets, die er da abgesetzt hat. Extrem viele Tweets. Das zeigt, dass er die Sache durchaus ernst nimmt. Und dass diese ganze Geschichte des Impeachment, die ja am Donnerstag jetzt zur Abstimmung kommen soll, zunächst im Abgeordnetenhaus, denn das Abgeordnetenhaus, wie diese Grafik hier zeigt, ist, oder nur das Abgeordnetenhaus ist berechtigt, das Verfahren des Impeachments, also der Amtsenthebung, anzustoßen. Dazu braucht es eine Mehrheit. Derzeit haben ja die Demokraten 235 Sitze, die Republikaner nur 199. Also von der Seite her dürfte die Mehrheit kommen. Aber dann braucht es eben eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Und da haben derzeit die Republikaner 53, die Demokraten aber nur 45 Sitze. Also da müsste schon die Beweislage sehr eindeutig sein, müsste es noch klare Hinweise geben, dass das, was hier zur Diskussion steht, nämlich wenn der Präsident oder der Vizepräsident shall be removed from office on impeachment for, on conviction of treason, bribery or other crimes and misdemeanors.
Die Manners, das ist der Artikel 2 der US-Verfassung, Sektion 4. Das wäre also die Voraussetzung und die Demokraten sagen, ja, die ist erfüllt. Das ist möglicherweise so ein kleines Risiko, was über den Märkten hängt. Das größere sehe ich im Handelskrieg. Das könnte sich bald wieder deutlich verschlechtern. Es ist so, dass Trump natürlich ein Interesse hat, dass da erstmal Ruhe ist an der Front, aber die Chinesen sagen, Huawei ist die rote Linie. Ich hatte es vorhin schon betont. Und dann haben wir natürlich noch die Fed. Wir haben wahrscheinlich morgen die dritte Zinssenkung hintereinander nach der Juli-Senkung, September-Senkung, dann eben eine Oktober-Senkung. Und die Bank of America sagt, ja, es ist so, in den letzten 30 Jahren, wenn die Fed auf drei Sitzungen hintereinander die Zinsen gesenkt hat, was ja morgen wahrscheinlich der Fall ist, dann gab es in den USA, gab es bei der US-Wirtschaft immer und jedes Mal eine Rezession. Das ist der Punkt. Und es ist auch so, dass wenn die Wahrscheinlichkeit so hoch ist wie derzeit, wie sie von den Märkten gespielt wird, anhand der Fed Fund Futures, nämlich mit 95%, dass die Fed die Zinsen senkt, dann hat sie sie auch immer gesenkt. Alles andere wäre ein ziemlich herber Schock für die Märkte, die eben diese Liquidität unbedingt einfordern. Wir sehen hier zum Beispiel, was passiert ist bei den letzten beiden Zinssenkungen, eben im Juli und im September. Da ging es dann erstmal runter mit den Märkten danach wieder rauf. Aber wir sehen hier, dass möglicherweise der VIX, den wir hier unten sehen, also die Wohlererwartung auf die S&P 500 Aktien, dass der vor einem Ausbruch stehen könnte, zumindest wenn sich dieses Muster hier wiederholt, dass wir beides mal gesehen haben, eben vor den letzten beiden Zinssenkungen. Schauen wir uns mal die Dinge an in den Charts von Capital.com. Da haben wir The Dow Jones, 27.105 Pünktchen. Wenig bewegt, gute Zahlen heute von Pfizer. Wir hatten Merck, gute Zahlen, also aus dem Pharmasektor. Wir hatten aber weniger gute Zahlen eben aus dem Tech-Sektor. Gestern mit Google, Beyond Meat kann man da vielleicht noch mit einrechnen, der Nasdaq 100 aktuell bei 8069 Pünktchen, der S&P 500 hält sich bei 3041, wenig bewegt heute eben in dieser Zwischentag, der DAX macht auch nicht viel aus der ganzen Geschichte, 12937. Was zeigt uns der Euro heute? Wieder über der 1,11er Marke, 1,1108, ansonsten wenig bewegende Nachrichten, eben in Erwartung der Fed, der Goldpreis wieder deutlicher unter Druck, 1488 und Crude Oil hält sich bei $55,81, morgen ja die Lagerbestände, von denen es heißt durch Genscape, sie könnten deutlich gestiegen sein. Also, wir haben momentan eine Situation, wo die Bullen sich sehr sicher sind, die Shortquote ist extrem gering, die Positionierung im VIX, die Short-Positionierung im VIX, also die Wette auf fallende Volatilität ist extrem hoch. Und da kann es sein, dass vielleicht ein kleines Problemchen auftritt, das dann alle auf dem falschen Fuß erwischen. Wir werden sehen, Apple wird natürlich sehr wichtig, die Fed ist aber zentral. Monetäre Dinge sind das Entscheidende an den Märkten, die natürlich sich nicht mehr um die Wirtschaft kümmern, sondern nur noch um die Droge, die die Notenbanken verabreichen. Aber da muss der Dealer auch mitspielen, sonst gibt es Probleme und schlechte Laune. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.